Lieber Dominik Behling, Sie sind am Waisenhausplatz hinter dem Theater vorbeigegangen. Dabei haben Sie festgestellt, dass der Rasen dort total vertrocknet war. Das war auch so. Bei Temperaturen um die 40 Grad gelingt es nicht, alles zu bewässern, sodass alles schön grün ist. Das wären Kosten und ein Wasserverbrauch, der durch nicht zu rechtfertigen wäre. Aber ein kleiner Tipp. Ich habe es vorhin gemacht, gehen Sie doch jetzt mal vorbei. Der Rasen ist wieder schön grün, das heißt, die Wurzeln überleben. Und jetzt, wo wieder Regen gefallen ist, sieht es wieder wunderbar grün aus.